Im Rahmen einer großen Eröffnungsfeier hat Intersport 17 Rübel in Altötting am Dienstag, den 28. Mai, über 200 geladene Gäste das Neuladenkonzept vorgestellt. Auf über 1400 Quadratmeter wurden die Räumlichkeiten umfangreich neu gestaltet und neu konzipiert. Mit einem Investitionsvolumen von 350.000 Euro geben wir somit ein klares Bekenntnis zum Standort Altötting ab, zu Udo 17 Rübel. Hier sehen wir unsere Zukunft und hier möchten wir für unsere treuen Kundschaften da sein. 17 Rübel ist mit 16.000 Stammkunden und 85 Angestellten an seinen Standorten in Passau, München-Pasing, Rosenheim und Altötting der größte Sportartikelhändler in Südostbayern. Das moderne Sporthaus 17 Rübel gliedert sich in 6 verschiedene Bereiche. So hat der Kunde eine große und gute Übersicht und immer den spezialisierten Verkäufer an der Hand. Tennis ist natürlich im Landkreis Altötting immer natürlich eine ganz populäre Geschichte gewesen. Bäckerboom ist natürlich vorbei, aber wir haben eben Top-Spieler in Deutschland wieder mit der Angelique Kerber, die natürlich sehr erfolgreich ist. Und dadurch ist natürlich Tennis absolut populär wieder, nicht nur im Seniorenbereich, sondern auch im Jugendbereich. Wir haben in Altötting sehr gute Jugendarbeit. Und dem tragen wir natürlich entsprechend auch Rechnung, dass wir eben die neuesten Angebote an Tennisschläger haben und nicht nur eine Randauswahl an Tennisartikeln bieten, sondern wirklich ein absolut breites und kompetentes Sortiment. Jeder Kunde braucht Schuhe zum Tragen. Was natürlich topmodern ist, sind natürlich Sneaker-Silhouetten, die natürlich angehaucht sind vom gesamten Laufstil. Die neuesten Produkte von der Firma Adidas, dieses Sortiment heißt Neox, führen wir in großer Auswahl. Toller Schuh zum Beispiel auch hier, dieser Cloud-Form, den es natürlich in verschiedenen Farben gibt. Ein leichter Schuh, extrem komfortabel. Und hier haben wir natürlich eine sehr große Auswahl. Nicht nur an Adidas Freizeitschuhen, sondern natürlich auch an Nike Air Modellen, die natürlich immer sehr beliebt sind. Wenn man an den Landkreis Altötting denkt, denkt man natürlich auch an Fußball. Man sieht, wenn man übers Land fährt, wie viele Sportplätze das es gibt, wie viele Fußplätze das es gibt, wie viele Jugendliche das Fußball spielen und natürlich auch sehr erfolgreiche Mannschaften wie Wacker Burghausen oder eben auch jetzt Kassel oder Erlbach. Dem müssen wir natürlich Rechnung tragen, dass wir eben die modernsten, die aktuellsten Schuhe eben bei uns eben vorrätig und präsent haben. Ganz natürlich wichtig sind natürlich alles, was Sockenschuhe sind. Schuhe, die praktisch im oberen Schaftbereich eben einen Socken haben. Dadurch sitzt der Schuh natürlich insgesamt viel kompakter, das Spiel wird schneller natürlich, der Halt muss besser werden im Schuh und da haben wir natürlich die neuesten Modelle von Nike und Adidas in der richtigen Auswahl und natürlich auch in der entsprechenden Farbstellung. Laufen ist natürlich der absolute Volkssport. Eine unkomplizierte Sache, auch eine halbe Stunde laufen, bringt schon einen relativ guten körperlichen Trainingseffekt. Wir haben die größte Laufschuhpräsentation, die größte Laufschuhauswahl im weiten Umkreis. Viele hochwertige, ambitionierte Läufer kommen auch zu uns, lassen sich entsprechend beraten. Früher hatten wir eine Analyse über Laufbandtechnik, also jemand ist auf dem Laufband gelaufen, wir haben das mit Video gefilmt. Mittlerweile sind wir hier einen Schritt weiter, haben hier eine Laufbahn im Geschäft herin mit einer Videokamera, einem neuartigen Videosystem und können perfekt die Gang- und Laufanalyse machen und genau sehen, welcher Schuh zum richtigen Fuß, zum richtigen Läufertyp passt. Im Voralpenland ist es natürlich klar, viele Leute gehen gerne in die Berge. In die Berge braucht man natürlich den entsprechenden Rucksack. Hier bei uns finden Sie eine
Riesenauswahl an verschiedenen Rucksäcken. Sehr großen Wert legen wir mittlerweile eben auch auf beste Beratung. Natürlich auch für die Damenwelt. Man sieht, die speziellen Damenrucksäcke sind alle mit einer Blume gekennzeichnet, dass man das gleich findet. Was ist der wesentliche Unterschied? Nicht nur die wunderschöne Farbe ist der Unterschied, sondern auch die Technik. Wenn man hinten schaut, das Rückensystem ist insgesamt natürlich etwas kürzer. Der Abstand der Träger ist schmäler, weil natürlich eine Frau hier oben einen schmäleren Schultergürtel hat. Und natürlich auch die Haltung der Trageriemen sind speziell für Frauen natürlich abgestimmt. Der Vorteil, Passform ist einfach um Welten besser, als wenn man als Frau einen Innenrucksack eben trägt. Die Grundvoraussetzung zum Bergsteigen sind natürlich immer die Schuhe. Ohne das richtige Schuhwerk kann man natürlich nicht in die Berge gehen. Auch ohne Beratung kann man keinen Bergschuh kaufen, weil in der Regel kauft man den Bergschuh falsch. Für das sind natürlich unsere Mitarbeiter entsprechend geschult. Und was sehr wichtig ist, wir haben hier eine tolle Bergschuh-Teststrecke mit einem naturnahen schrägen Abstieg. Und dadurch kann man hier optimal die richtige Größe dann wählen. Aber ich sage es immer wieder, die Beratung ist das A und O beim Bergschuh. Ohne die richtige Beratung kauft man in 90% den Bergschuh in der falschen Größe. Und viele Leute sagen dann, ja toll, ich kann lange gehen bergauf. Und sobald ich bergab gehe, bekomme ich blaue Zehen vorne oder Blasen vorne. Und da muss man ganz klar sagen, das ist in den meisten Fällen dann ganz klar ein Beratungsfehler oder eben Kauf ohne Beratung. Nachhaltigkeit ist für uns natürlich immer auch an erster Stelle. Das heißt, Produkte anzubieten, die einen langen Lebenszyklus haben. Seit geraumer Zeit führen wir auch Merino-Wolle-Produkte von der Firma Icebreaker in unserem Sortiment. Man kann die Wolle von der Erzeugung über die Verarbeitung bis zum Endprodukt eben lückenlos verfolgen. Und das ist einmal die Grundlage für so ein Produkt. Und natürlich das Tolle ist die butterweiche Ausführung, die hohe Funktionalität, den Temperaturausgleich zwischen warm und kalt und natürlich auch einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport. Und diese Shirts sind natürlich auch bei Frauen extrem beliebt, weil Frauen natürlich immer gerne frieren und dadurch mit Merino immer kuschelweich und sehr angenehm eben angezogen sind und der modische Schick auch eben da ganz vorne steht. Unsere Frauen liegen uns natürlich besonders am Herzen. Wir wollen natürlich, dass unsere Damen möglichst schick gekleidet sind, aber die Funktion darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. In aller Munde bei den Frauen ist natürlich alles, was Bras sind. Die Bras werden dann natürlich entsprechend dann mit Shirts, mit Jacken kombiniert. Farblich natürlich eine sehr große Auswahl und natürlich jetzt, wo es ins Frühjahr ausgeht, natürlich hellere Farben, schickere Farben, nicht mehr so ein ruhiges Farbbild, einfach attraktiver, einfach ein Hingucker. Als Spezialist in Bademoden sind wir ja schon über Jahrzehnte mittlerweile bekannt. Wir haben viele Hallenbäder, viele Freibäder, viele Seen. Alle zieht es natürlich im Sommer raus. Und die Damen wissen natürlich immer, wie schwierig das ist, auch die entsprechenden Bikini oder Badeanzug zu finden. Wir haben hier eine Riesenauswahl an Farben und vor allen Dingen haben wir sehr viele Kombiprogramme. Manche Frau will ein kleineres Höschen, ein größeres Höschen und natürlich mit der Oberweite soll das auch immer richtig sitzen. Wir haben Cup-Größen bis Größe F und die sind frei mit Hosen und Oberteilen kombinierbar. Absoluter Boom und Zeitgeist ist natürlich momentan Fahrradfahren, ausgelöst natürlich durch die E-Bike-Mobilität.
Viele Leute haben Lust, mit dem Rad zu fahren. Das E-Bike wurde immer am Anfang etwas belächelt, eben eher was für die Eltern. Mittlerweile ist es voll bei den Jungen angekommen. Sie wollen in die Berge fahren, damit können extrem gut Steigungen überwinden. Und dadurch ist natürlich die richtige Fahrradbekleidung, die bei uns in der großen Auswahl eben erhältlich ist, extrem wichtig. Natürlich gibt es nicht nur enge Radhosen, sondern eben auch Radshorts, die dann innen drin aber trotzdem eben ein hochwertiges Polster innen drin haben. Weil wenn man natürlich lange Distanzen überwinden kann, darf der Popo natürlich nach Möglichkeit nicht wehtun. Und natürlich auch die entsprechende Wetterschutzbekleidung unter den wunderschönen Trikots ist natürlich auch unerlässlich, um einen schönen Radtag zu haben. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Einblick in unser neues Geschäft geben können. Wir freuen uns, Sie in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Alle Mitarbeiter sind top motiviert und sind begeistert, wenn Sie kommen und Sie entsprechend für den Sport ausrüsten zu dürfen. Bis bald!